Hallo und herzlich willkommen zu diesem allgemeinen Reading. Am Anfang dieses Videos möchte ich natürlich auch wieder gerade die neuen Zuschauer unter euch auf die Videobeschreibung bzw. Infobox aufmerksam machen. In dieser Infobox unterhalb von diesem Video findet ihr zum Beispiel die Karten, die ich in meinen Readings verwende, aufgelistet. Ihr habt dort Zugang zu meinen Social Media Links, zu meiner E-Mail-Adresse, auch zu jedem einzelnen Info- und Special-Video, das ich im Laufe der Zeit gemacht habe. Euer aktuelles Jahresreading könnt ihr dort unten verlinkt finden, genauso wie natürlich das weiterführende Reading über diese Legung hier, welches ihr euch im Resonanz- und im Interessensfall natürlich gerne anschauen könnt. In einem allgemeinen Reading gelten so manche Grundregeln, sage ich jetzt mal. Das ist zum Beispiel, dass die Zeit fließend ist, dass die Hof- und Personenkarten in einem allgemeinen Reading neutral gedeutet werden und vor allem auch, dass die Rollen hier und da vertauscht sein können. Ich würde mich sehr über einen Like natürlich unter diesem Video freuen, genauso wie ich mich über ein Abonnement freuen würde, falls ihr das noch nicht getan habt. Ich kann damit viel anfangen und mir kommt das sehr zugute. Ihr habt natürlich keinerlei negativen Konsequenzen daraus zu befürchten. Dies vorweg zur Information und ich wünsche euch jetzt viel Freude bei dem Reading. So, liebe Krebse, eure Karten sind gemischt und ausgelegt. Natürlich decken wir sie wie gewohnt gemeinsam auf. Bevor es losgeht, eine kleine Ankündigung, eine kleine Neuigkeit oder Neuerung wird es ab dem Oktober 2024 bezüglich meines Kanals, meiner Readings geben. Da habe ich auch schon einen Community-Beitrag auf meinem YouTube-Kanal darüber verfasst. Auf diesem Wege wollte ich euch und will ich euch immer noch natürlich auch diese Informationen näher bringen. Da gibt es das Stichwort persönliche Readings zum Beispiel, aber noch weitere Informationen könnt ihr euch dort gerne natürlich nachlesen, sofern es euch interessiert. Die Hüter des Landes können wir hier schon sehen. Der Schutz ist eure Hauptenergie für diese Zeitspanne, liebe Krebse. Unter Schutz kann man natürlich Vielseitiges interpretieren, jemanden zu beschützen oder auch selbst beschützt zu werden vor so manchen Gefahren, die im Alltag oder im Leben lauern könnten in verschiedensten Genren oder Bereichen. Es kann sein, dass es sich hier um den Selbstschutz natürlich dreht und handelt. Man könnte hier auch präventive Maßnahmen beispielsweise anwenden, um sich vor etwas zu schützen, was dann noch auf euch zukäme. Ich kann mir das auf sehr vielfältige Art und Weise vorstellen. Das möchte ich mir jetzt natürlich genauer anschauen. Die erste Karte in diesem Reading ist die 10 der Stäbe. Die 10 der Stäbe ist eine ganz typische Arbeitskarte. Es handelt sich hier häufig um schwere Arbeit, teilweise auch Schwerstarbeit. Man muss sich hier richtig reinknien, könnte man tatsächlich sagen. Es wird hier potenziell vielen von euch eine gewisse Herausforderung dargeboten in einem ganz bestimmten Lebensbereich, wo es euch ja möglicherweise schwer fallen könnte, tagtäglich mit der notwendigen Motivation ans Werk zu gehen. Es könnte sein, dass man sich hier teilweise etwas ausgelaugt fühlt. Allerdings ist in den 10 der Stäben auch manchmal dieses Brett vor dem Kopf dargestellt. Manchmal sieht man hier den Wald vor lauter Bäumen nicht, beziehungsweise kann etwas Offensichtliches nicht erkennen. Das sind dann eher spezielle Deutungen. Da werden mir die Klärungen und Spiegelungen sicherlich noch mehr Aufschluss gewähren. Hier haben wir den Ritter der Stäbe, eine Hofkarte im Feuerzeichen. In dem Fall zu den Hofkarten ist zu sagen, dass nicht unbedingt relevant ist, ob jetzt hier Stäbe oder Kelche oder Münzen oder Schwerter dargestellt sind. Jede einzelne Hofkarte im Tarot hat bestimmte Charakteristiken, die entweder auf einen selbst oder natürlich auch auf Mitmenschen im Resonanzfall zu beziehen wären. Es kann sich also jedes Sternzeichen auch in jeder Hofkarte darstellen. Der Ritter der Stäbe gilt als sehr vehemente Person. Das ist jemand Feuriges, Energiegeladenes, Leidenschaftliches, Euphorisches, Spontanes, häufig auch eine attraktive Person. Das ist jemand, der sich aber auch weiß durchzusetzen und wie man die Ellbogen ausfährt. Das ist hier jemand mit dem Ritter der Stäbe, der hier auf die 10 Stäbe schaut, der sich dann auch unter Widrigkeiten durchsetzen kann. Das ist jemand, der sich auch teilweise selbst motivieren kann, auch wenn hier ein Berg an Arbeit zu verrichten wäre. Es könnte dieser Ritter der Stäbe definitiv unter einer gewissen Anstrengung bewältigen. Ich bin mir natürlich nicht sicher, ob ihr das seid, ob das vielleicht auch ein Bezugsmensch ist. Da werde ich hier unten wahrscheinlich noch mehr darüber erfahren können.
Das Ass der Münzen. Das Ass der Münzen ist wie jedes andere Ass auch im Tarot ein Neustartpotenzial dargestellt. Es ist hier möglicherweise so, dass man eine Chance annimmt, eine Möglichkeit wahrnimmt, eine Gelegenheit nutzt oder etwas derartiges. Das sind Grunddeutungen vom Ass der Münzen, die vielleicht auch etwas in Veränderung bringen. Es wäre möglich, dass man hier beispielsweise es sich leichter machen könnte, eine ganz bestimmte Arbeit zu verrichten. Dort, wo es nur schleppend vorangeht, dort, wo man aller Hände voll zu tun hat, wie man so gerne sagt, könnte es hier die Möglichkeit geben, sich da etwas zu entlasten, etwas möglicherweise dann auch zu delegieren, anderen zu überlassen. Möglicherweise könnte man hier seine Anstrengung reduzieren. Das Ass der Münzen in der Mitte des Readings oben stellt schon so eine Art frischen Wind dar, so eine Art Neustart oder vielleicht auch etwas Ungewohntes könnte hier auf euch zukommen, liebe Krebse. Aber auch das muss ich mir noch genauer anschauen. Hier haben wir die 2 der Münzen. Wir haben hier gleich eine Intensivierung von 1 auf 2 Münzen. Das bedeutet, dass man sich hier möglicherweise reinstresst, dass es sich intensiviert, dass es quasi deutlicher wird, intensiver wird, dass es möglicherweise noch mehr zu tun gibt, als es vorher den Anschein machte. Das ist hier die Steigerung 1 auf 2 Münzen. Das deutet meistens auf einen Verlauf oder eine Entwicklung oder einen Prozess hin. Und die Münzen haben häufig etwas mit finanziellem oder materiellem zu tun. Teilweise kann es aber auch eben, wie auch schon die Hauptenergie bedeutet, Schutz und Geborgenheit darstellen. Etwas Sicheres, etwas Festes, so eine Art Notgroschen könnte ich mir hier beispielsweise vorstellen oder so eine Art Anlage, so eine Art etwas auf die Seite schaffen. Das ist dann eher der finanzielle Bereich natürlich, der hier aber gut und gerne die ein oder anderen Optionen oder Möglichkeiten aufwirft. Es wäre möglich, dass es ein Beispiel jetzt natürlich, liebe Krebse, dass euch hier eine Art Angebot gemacht werden könnte, möglicherweise von einem Ritter der Stäbe ausgehend. Spiegelung auf die 2 Münzen verrät mir aber auch schon, dass man hier so langsam aber sicher etwas ins Wanken geraten könnte. Das ist der klassische Wankelmut, das ist hin und her überlegen, Pro und Contra abwägen, Vor- und Nachteile kann man auch dazu sagen. Und ich könnte mir vorstellen, dass hier ein Angebot für euch dargestellt ist in diesem Ast der Münzen, welches hier präsent in der Mitte des Readings oben ist, dass ihr hier zunächst mal abwägt, wo ihr euch darüber natürlich Gedanken macht, was habe ich davon, was kommt davon auf mich zu, lohnt es sich vielleicht nicht, ist das Risiko es wert oder ist mir das Risiko zu groß, sind natürlich alles beispielhafte Formulierungen, denn ich möchte hier natürlich auch noch mehr darüber in Erfahrung bringen. Der Ritter der Kelche. Der Ritter der Kelche ist eine Hofkarte im Wasserzeichen, auch hier ist natürlich wiederum eher die Charakteristik entscheidend. Es liegt aber schon eher nahe, muss ich sagen, dass viele von euch darin dargestellt sind. Ihr seid natürlich ein Wasserzeichen, wie viele von euch sicherlich wissen dürften, liebe Krebse. Und natürlich hat dann auch eine Hofkarte im Wasserzeichen auch wasserzeichen-typische Eigenschaften, die dann natürlich wahrscheinlich eher auf euch zutreffen als auf Bezugsmenschen. Aber dennoch können hier natürlich nach wie vor die Rollen vertauscht sein. Der Ritter der Kelche ist eine Herzensperson. Das ist jemand, der frei vom Herzen aus agiert, häufig auch den Ruf des Herzens Folge leistet. Das ist jemand, der sich davon sozusagen tragen lässt. Jemand, der häufig auch mal aufs Bauchgefühl hört, auf die Intuition hört, was sich für ihn oder sie richtig anfühlt, dem geht man dann tatsächlich auch nach. Das ist sehr profanes Vorgehen, überlegtes Vorgehen kann man auch dazu sagen. Allerdings muss man da auch aus einer Art inneren Überzeugung aus handeln. Der Ritter der Kelche ist hier auf die 10 der Stäbe gespiegelt und es bedeutet, dass man hier aber auch so den Eindruck mehr und mehr gewinnt, egal wie sehr man sich reinhängt, man kommt nicht voran, man kommt nicht weiter, diese Ziele werden nicht realisiert, die Wünsche werden nicht erfüllt, beziehungsweise es ist kein Ende in Sicht von dieser harten Arbeit, die euch möglicherweise auch schon länger tatsächlich einiges abverlangt. Und dahingehend scheint mir hier tatsächlich eine Art Angebot zu kommen. Wäre möglich, dass es sich hier um eine Investitionsmöglichkeit handelt, um vielleicht auch eine Versicherung, etwas derartiges. Das sind dann natürlich auch spezielle Szenarien. Hier haben wir den Hierophanten. Der Hierophant ist eine ganz typische Karte, die für die Vogelperspektive stehen kann. Das große Ganze sehen, Ursache und Wirkung bzw. Zusammenhänge erkennen.
Der Hierophant kann aber auch weiterhin für Regeln stehen, für Grundsätze, Leitsätze, Tugenden, Moralen, Ideale. Man könnte hier auch von Geboten teilweise sprechen. Es wäre möglich, dass man sich hier dieses Angebot, welches ich hier schon sehen kann mit diesem Ast der Münzen, auf die Art und Weise anschaut, ist das überhaupt gültig? Ist das rechtlich gesehen korrekt? Ist das etwas, was vielleicht moralisch verwerflich ist? Gibt es da Hintertürchen? Gibt es da einen Haken an diesem Angebot? Läuft hier alles mit rechten Dingen ab? So könnte man es kurz und knapp formulieren. Dass man hier möglicherweise sich natürlich dann auch das Kleingedruckte durchliest, quasi Regeln, quasi so etwas wie natürlich auch Leitsätze oder ja Grundsätze kann man auch dazu sagen. Das Kleingedruckte ist es manchmal, gerade dann, wenn es sich hier um Verträge beispielsweise dreht und handelt. Aber noch muss ich das so allgemein halten, denn ich kann hier natürlich für viele von euch einige Beispiele nennen. Allerdings ist es natürlich auch unterm Strich auf die persönliche Situation zu beziehen. Sechster Münzen, die nächste Münzkarte, die nächste Karte, die hier definitiv auf ein Angebot oder auf eben den finanziellen, materiellen, beruflichen oder hobbytechnischen Bereich hinweist. Natürlich kann auch hier das Geben und Nehmen im zwischenmenschlichen Sinne dargestellt sein. Ich kann hier für manche von euch definitiv erkennen, dass hier Arbeit delegiert wird, dass ihr möglicherweise euch eine Arbeit aufteilt, dass ihr beispielsweise hier mit einem Ritter der Stäbe tatsächlich dann euch eine ganz bestimmte Aufgabe möglicherweise aufteilen möchtet. Du kümmerst dich um das, ich kümmere mich um das. Das könnte hier eine Art Absprache sein. Wir haben dann hier dieses eine Hand wäscht die andere Prinzip. Das Ganze auf die Arbeit oder auf die Schwerstarbeit geklärt könnte bedeuten, dass man hier alleine nicht alles bewältigen kann und das ein oder andere vielleicht auf andere abwälzen oder delegieren muss. Genauso wie es auch hier bei den sechsten Münzen um finanzielles, materielles, vielleicht auch beruftechnisches oder hobbytechnisches gehen kann. Dann ist das hier eher die Lukrativität, die Wirtschaftlichkeit, der Geldfluss könnte man auch sagen, die Rentabilität kann man auch sagen. Und dass dieses Angebot hier mit dem Ast der Münzen möglicherweise etwas mit ja, einem Anlagevermögen zu tun haben könnte oder etwas, wo man rein investiert und wo man sich dann natürlich dann auch im Laufe einer gewissen Zeit so etwas wie Rendite erwartet, so etwas wie Rücklagen erwartet, so etwas wie Absicherung oder Schutz natürlich dann auch erwarten könnte. Das Ast der Münzen. Wie auch schon gerade gesagt, ich habe es jetzt hier im doppelten Sinne. Ich glaube, dass dieses Ast der Münzen tatsächlich eine Gelegenheit, eine Chance oder eine Möglichkeit für euch darbietet, liebe Krebse, die euch ein ganz bestimmter Mensch, der hier im Ritter der Stäbe dargestellt ist, unterbreitet. Ich glaube, das ist jemand, der hier definitiv die ein oder andere Absichten natürlich dann auch im eigensinnigen Sinne verfolgt. Ich meine, logischerweise eine Bank, die euch einen Kredit offeriert, die möchte natürlich auch an diesem Kredit verdienen. Stichwort Zinsen zum Beispiel. Also ein Mensch wird hier nicht unbedingt selbstlos handeln, bloß weil er oder sie euch helfen und unterstützen möchte, sondern erwartet, wie es meistens natürlich dann der Fall ist, im zwischenmenschlichen Sinne eine Gegenleistung dafür. Das Ast der Münzen, nach wie vor sehe ich hier eher so eine Art Chance, so eine Art Angebot, so eine Art Offerte, die ihr zwar hier noch zerdenken werdet, von der ihr aber auch möglicherweise in der Zukunft gesehen, also zukunftsperspektivisch betrachtet, Gebrauch machen möchtet. Es hört sich hier im ersten Moment sehr gut an, dieses Angebot. Es hört sich lukrativ an. Es hört sich definitiv so an, als würde es sich lohnen, da einzuschlagen oder da zu unterschreiben, je nachdem natürlich. Das Ast der Münzen vom Ritter der Stäbe aus könnte dieses Angebot kommen. Ich könnte mir aber auch gut und gerne vorstellen, dass dieser Ritter der Stäbe, ich möchte es jetzt vorsichtig ausdrücken, vielleicht da auch die ein oder anderen Haken versteckt haben kann. Und ich hoffe, ihr wisst, was ich euch damit sagen möchte. Das werden mir die Karten da unten wahrscheinlich noch etwas mehr und genauer verraten können, denn im Moment ist das lediglich eine Vermutung. In der Mitte des Readings auf das Ast der Münzen geklärt haben wir die Zehn der Münzen. Es geht hier für viele von euch definitiv um etwas Materielles, Finanzielles. Ich sehe jetzt hier nicht unbedingt, dass es hier um Liebe oder Partnerschaften oder Beziehungen oder Freundschaften sich dreht und handelt. Für die allermeisten von euch meine ich, dass es sich hier um das Geld dreht, Gesundheit. Es kann auch tatsächlich etwas Materielles sein, also so etwas wie eure Wohnung oder euer Haus oder möglicherweise euer Bankkonto oder etwas derartiges. Also das kann sehr vielseitig interpretiert werden. Aber ich glaube, ich meine logisch, wir haben hier zwischenmenschliche Aspekte, aber eigentlich ist es in jedem Genre und in jedem Lebensbereich so, dass es auch hier und da um Zwischenmenschliches geht. Bloß es geht halt nicht immer darum,
ob ein ganz bestimmter Mensch euch liebt oder ob ihr ihn oder sie zurückgewinnen könnt. Das ist so meistens das Typische, wenn man hört, zwischenmenschlicher Bereich. Das kann hier schlichtweg ein Makler sein. Das kann jemand sein, der euch, wie gesagt, ein Angebot unterbreitet und bei der Bank arbeitet. Das kann ein Arbeitskollege von euch sein, der euch anbietet, die Nachtschicht zu übernehmen. Ich denke, ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Die 10 der Münzen ist eine durchweg positive Karte. Sie steht für langfristigen Erfolg, für Stabilität, Rentabilität, Schutz und Geborgenheit. Ist eine weitere Deutungsvariante des Asses der Münzen und der 10 der Münzen. Jetzt hier natürlich auch in Verbindung miteinander. Und dieses Angebot hier und hier zu sehen. Und es folgt die 10 der Münzen. Die 10 der Münzen sind darauf geklärt. Es hört sich sehr lukrativ an, es hört sich verheißungsvoll an und ich möchte noch einen Schritt weitergehen und sagen, es hört sich fast zu gut, um wahr zu sein an. Und dass ihr hier erst einmal überlegt, dass ihr hier erst einmal abwägt, dass ihr hier vielleicht auch, wie auch schon gerade hier hinten gesagt, das Kleingedruckte euch durchliest, ist, glaube ich, etwas, was sich am Schluss auszahlen wird. Weil das hier, das klingt schon wieder zu verheißungsvoll, möchte ich tatsächlich sagen. Das hier könnte sowas wie ein Lotto-Checkpot sein. Aber ich glaube jetzt natürlich nicht, dass jeder von euch im Lotto gewinnen wird, sondern ich glaube, dass euch hier etwas suggeriert wird, etwas versprochen wird, etwas mitgeteilt wird oder etwas schmackhaft gemacht wird, was unterm Strich vielleicht gar nicht so gut schmeckt. Und ich hoffe, ihr wisst auch diese Metapher auf die persönliche Situation anzuwenden. Ich sehe hier übrigens, und das muss ich auch noch zur Zwischenmenschlichkeit sagen, ich sehe hier keinen direkten Bezug zwischen euch beiden. Das würde bedeuten, dass wenn ihr hier oder hier da drin dargestellt wärt oder hier in der Spiegelung wärt, hättet ihr einen direkten Bezug zu diesem Menschen. Aber so sehe ich hier eigentlich schon einen Bezug, aber keinen engen Bezug. Das heißt, ihr könnt diesen Menschen zwar kennen, ich glaube nicht, dass ihr beide die besten Freunde oder die besten Freundinnen seid, um es anhand eines Beispiels auszudrücken. Der Page der Kelche. Der Page der Kelche ist ebenso wie der Ritter der Kelche eine Hofkarte im Wasserzeichen. Auch hier liegt es wiederum eher nahe, dass ihr darin dargestellt seid, liebe Krebse. Der Page der Kelche ist der ganz klassische Gutmensch. Das ist jemand, der stets ein Lächeln auf den Lippen hat. Das ist jemand, der immer hilfsbereit ist. Das ist immer jemand, der springt, wenn jemand sagt springt. Beziehungsweise könnte das auch jemand sein, der sich aufopfert für andere und dessen Wohlergehen. Gerade solche Gutmenschen, gerade solche netten Menschen, solche ehrlichen Menschen, eigentlich Menschen, denen man so etwas definitiv nicht antun sollte, die werden häufig ausgebeutet, ausgenutzt, übergangen, ignoriert manchmal auch tatsächlich. Die nimmt man manchmal auch für selbstverständlich, obwohl man so eine Aufrichtigkeit, so eine Hilfsbereitschaft, so eine Ehrlichkeit definitiv nicht an jeder Ecke heutzutage findet. Ich glaube, dass hier mit diesem Pagen der Kelche auf das Ass der Münzen in der Spiegelung und auf die 2 Münzen in der Klärung ein Angebot, eine Offerte, etwas, was euch vorgeschlagen wird, erst einmal tatsächlich abgewogen werden muss, weil viele von euch neigen einzuschlagen, viele von euch neigen dazu, tatsächlich sich hier auf das Lukrative zu konzentrieren. Oh, das hört sich aber gut an, 2,8% Zinsen auf dieses Tagesgeldkonto, das ist natürlich wieder nur ein Beispiel. Aber 2,8% Zinsen heutzutage, da ist mit Sicherheit irgendwo ein Haken an der Sache. Da kostet eine Kontoführungsgebühr dann teilweise sowas wie 10% von eurem eingezahlten Betrag. Das sind natürlich, wie gesagt, alles Beispiele, was jetzt eher den finanziellen Bereich betrifft. Aber ich habe hier einige Münzen, deswegen könnte ich mir natürlich auch den finanziellen Bereich vorstellen. Genauso wie es hier, wenn ich den Begriff Schutz lese, könnte es natürlich auch um Rücklagen sich drehen und handeln. Absicherung, so etwas wie Geld auf die Seite zu schaffen oder für die Rente vorzusorgen. Das kann ich mir natürlich in vielerlei Varianten vorstellen. Ich denke aber, ihr versteht das Grundprinzip bzw. auch diese Grundenergie, könnte ich mir hier auch gut und gerne als Offerte vorstellen, die zwar sich sehr gut anhört, aber möglicherweise es einen Haken an dieser Sache gibt. Das Rad des Schicksals. Das Rad des Schicksals könnte hier gut und gerne den ein oder anderen Weg eröffnen, den man bislang noch nicht gegangen ist. Das könnte für viele von euch so eine Art Neuland bedeuten, liebe Krebse. Etwas, wo ihr möglicherweise mal was gesehen oder gelesen oder gehört habt, aber wo ihr noch nicht viel darüber wisst. Und das Rad des Schicksals auf den Ritter der Kelche hier, neben dem Pagen der Kelche hier. Ich glaube, dass hier viele von euch eine Art Neuland betreten. Wir hatten es auch hier schon mit dem Neustartpotenzial. Und dieses Neuland dreht und handelt sich wahrscheinlich entweder um Mithilfe, um Unterstützung, das ist dann eher der zwischenmenschliche Bereich, das Geben und Nehmen, dieses Hand in Hand, beziehungsweise dieses eine Hand wäscht die andere Prinzip, oder es ist tatsächlich eher materieller oder finanzieller Natur. Die 3 der Kelche.
Ich glaube, dass die Drei der Kelche hier eher etwas mit der Dreierkonstellation zu tun hat. Eine dritte außenstehende Person, anders ausgedrückt jemand, mit dem ihr jetzt nicht unbedingt die engste Verbindung habt, der könnte hier gut und gerne etwas, ich möchte sagen, Verantwortung übernehmen. Man könnte es auch anders ausdrücken und sagen, der wird hier eine gewisse Verantwortung übertragen. Also ich glaube, dass ihr hier jemanden möglicherweise vertrauen müsst, den ihr gar nicht kennt. Beziehungsweise wozu ihr eigentlich nicht unbedingt einen Anlass hättet, ihm oder ihr zu vertrauen. Da gibt es natürlich auch wiederum ganz konkrete Beispiele, aber die dritte außenstehende Person hier, die Drei der Kelche, ich meine, das kann auch eine Wiedervereinigung sein. Das ist auch eine typische Wiedervereinigungskarte. Ich sehe hier nicht unbedingt einen Streit. Ich sehe hier nicht unbedingt, dass ihr hier in einem engeren Kontakt miteinander steht oder vielleicht auch standet in der Vergangenheit. Deswegen glaube ich jetzt hier nicht, dass man anstrebt, sich wieder zu vereinen. Das kann natürlich für manche von euch sein, aber dann ist das hier nicht unbedingt ein Reading, was für euch resoniert. Die Drei der Kelche scheint mir hier eher auf eine Art Kollektiv hinauszulaufen. Es kann also sein, dass es sich hier nicht nur um euch selbst handelt, sondern vielleicht auch um eure ganze Familie handelt oder um eure Partnerschaft möglicherweise oder möglicherweise auch um eure arbeitstechnische Situation, um euer Arbeitsverhältnis, was dann vielleicht auch die Kollegen einschließt. Stichwort Tarifvertrag, Stichwort Mandeltarifvertrag. Das kann natürlich in derart spezielle Nischen ebenso verlaufen. Aber die Drei der Kelche, glaube ich, dass hier eher darauf hinweist, dass man das eigene Wohl, den eigenen Schutz, möglicherweise auch so etwas wie die eigenen Finanzen, die eigene Gesundheit oder die eigene Absicherung teilweise außer Hand geben muss, teilweise delegiert. Beziehungsweise man muss sich zwangsweise auf andere Menschen verlassen, damit sie einem nicht schaden, sondern eher unterstützen. Und ja, das kann teilweise einem auch zum Nachdenken animieren. Das kann einen natürlich auch bange machen. Das kann einem natürlich dann auch nervös stimmen. Das ist schon ganz, ganz klar. Und ich glaube, das wird hier für manche von euch auch passieren. Wir haben hier eine zwischenmenschliche Karte in Form der Zwei der Kelche. Ich sehe hier nach wie vor, dass eine Verbindung, hier haben wir eine Verbindung, auf Gegenseitigkeit möglicherweise beruht, auf ein Geben und Nehmen beruht auf ein Du tust das und ich tue das. Auf eine Art Team könnte es hier gut und gerne hinauslaufen. Ich sehe jetzt nicht unbedingt, dass ihr euch in diesen Menschen verliebt oder schon bereits verliebt habt oder etwas derartiges. Auch da gibt es wiederum natürlich spezielle Szenarien, wo das so sein kann. Aber man sieht hier, dass man gemeinsam stärker ist als alleine auf sich gestellt. Man sieht hier, dass man definitiv auch die ein oder andere Arbeit aufteilt. Ja, ihr könntet hier gut und gerne eine Art Makler beispielsweise bezahlen. Dieser Makler kümmert sich darum, eure Wohnung möglicherweise sehr hoch zu verkaufen, zu dem bestmöglichen Preis, der gegeben ist. Oder es ist jemand, der möglicherweise euch auch die ein oder andere Wohnung vorstellt, in einem neuen Bereich, in einem neuen Umfeld, zu dem ihr jetzt gezogen seid. Dann muss man sich einen Teil zumindest oder ein Stück zumindest auf jemanden verlassen. Das ist dann die geteilte Arbeit. Allerdings gibt es hier natürlich dann auch eine gewisse Entschädigung für diesen Menschen im Sinne der Provision oder des Honorars. Ich denke, ihr könnt mir folgen. Es geht hier zwar schon um die Zwischenmenschlichkeit, aber nicht in dem Sinne, wie es meistens klassisch darum geht, liebt mich dieser Mensch oder werden wir wieder zusammenkommen oder was denkt er oder sie über mich? Das ist nicht diese Richtung, in die es hier geht. Es geht hier eher in eine, wie gesagt, finanzielle, materielle, gesundheitliche oder eben auch in eine Richtung, die man gut und gerne eben als nicht unbedingt zwischenmenschliches Genre bezeichnet. Und es geht hier in eine Art neue Richtung. Das ist hier jetzt schon relativ eindeutig, muss ich tatsächlich sagen. Wir haben hier nicht nur schon zwei Asse, wir haben hier die Wege, die sich auftun, wir haben hier die Rechtsorientierung, wir haben hier jetzt auch den ganz klassischen Neustart mit dem Narren dargestellt. Der Narr ist ganz typisch für eine neue Reise, aber auch für den Anfang dieser neuen Reise repräsentiert. Der Narr ist manchmal, und jetzt kommen wir auch schon zu einem Thema, welches hier doch schon für den ein oder anderen recht naheliegend ist, es könnte hier die Leichtgläubigkeit, die Naivität, die Blauäugigkeit, die Unerfahrenheit. Ich glaube nach wie vor, dass ihr hier von dem, worum es hier primär geht, und ich meine, dass es hier finanzielles, materielles, etwas, was mit Schutz und Geborgenheit natürlich zu tun hat, wie zum Beispiel eine Art Immobilie oder euer Haus oder eure Wohnung oder euer Bankkonto oder eine Staatsanleihe oder euer Job, euer Beruf, etwas Festes, etwas von Bestand, etwas, was wertvoll ist, wichtig ist und natürlich dann auch eine gewisse Art von Schutz oder Absicherung darstellt. Das kann sehr vieles sein. Ich denke, im Resonanzfall wissen die allermeisten von euch bereits, worum es sich per se in eurer persönlichen Situation dabei dreht.
und handelt. Ich glaube, dass hier ein Angebot dahingehend euch unterbreiten wird von jemandem aktiverweise oder ihr lest davon im Internet beispielsweise. Das kann natürlich so oder so sein, aber es wird sich hier ein potenzieller Mensch darum kümmern, den ihr, so wie ich es hier entdecken kann, nicht unbedingt kennen müsst. Das ist auch jemand, den ihr vielleicht auch nicht von Anfang an traut. Das ist jemand, der auf euch eine Art Eindruck machen könnte, wie man sagen kann, ich weiß nicht, ob dieser Mensch das Ganze ernst nimmt. Ich weiß nicht, ob dieser Mensch verlässlich ist. Ich weiß nicht, ob dieser Mensch vertrauenswürdig ist. Das ist so ein bisschen das, ich sage jetzt mal, Zwiespältige oder Zwieträchtige. Das ist das, was ihr nicht wissen könnt. Und ihr könntet hier auch im moralischen Aspekt überlegen, will ich diesem Menschen mein Geld anvertrauen? Möchte ich diesem Menschen überhaupt über den Weg trauen? Gebe ich ihm oder ihr meine Unterschrift für den Vertrag, den er oder sie mir als Angebot unterbreitet hat? Das sind natürlich weitere Beispiele, aber man muss hier ein bisschen aufpassen, dass man ja nicht auf dieses Blaue vom Himmel reinfällt. Man sollte das Kleingedruckte lesen, man sollte hier möglicherweise auch sich noch weitere Angebote einholen, weil es ist heutzutage leider so, dass man da mal schnell übers Ohr gezogen wird. Dass man hier definitiv mal die ein oder anderen ersten Angebote vielleicht noch hätte abwarten sollen, um sich weitere einzuholen und die dann zu vergleichen. Da wird man dann meistens bemerken, das erste Angebot ist meistens nicht unbedingt das, was man am Ende dann auch als das Beste bezeichnen würde. Aber auch da wird jeder unterschiedliche Erfahrungen natürlich gesammelt haben. Ich habe da natürlich meine persönlichen gesammelt. Ich glaube, dass hier viele von euch auch derartige Erfahrungen noch schon, entweder schon bereits gesammelt haben oder noch sammeln werden. Das dritte Mal jetzt hier das Ass der Münzen. Ich glaube, sowas habe ich auch noch nicht gehabt. Ich habe hier Ass, Ass und Ass. Das ist alles drei Neustartpotenzial, genauso wie hier und hier und hier. Ich glaube, es ist nach wie vor eine Nische, ein Bereich, eine Art Situation, die euch noch nicht 100%ig geläufig ist, wo es für viele von euch möglicherweise auch gilt, sich das ein oder andere Wissen anzueignen, das ein oder andere sich durchzulesen, vielleicht ein paar Informationen sich zu beschaffen. Ich glaube, das ist etwas, was jetzt nicht unbedingt euer, ja, man könnte sagen, euer Hauptthema ist, beziehungsweise etwas, worin ihr euch eben noch nicht sonderlich gut auskennt. Dagegen spricht natürlich nichts, das ist völlig normal. Ich glaube aber, dass hier auch eine gewisse Neugier und auch eine gewisse Verantwortung existent ist, dass man sich eben auch darum kümmern möchte, weil man sich schlichtweg darum kümmern muss. Dass man jetzt hier dadurch auch vielleicht auf langfristige Sicht gesehen sich absichern will, sich möglicherweise dann auch tatsächlich dann auch stützen möchte, dass man hier etwas zurücklegt für schlechtere Zeiten, die da auf einen zukommen können. Das sind natürlich alles beispielhafte Formulierungen. Aber es spricht hier eine sehr eindeutige Sprache, gerade die Mitte des Readings, dass es hier für viele von euch Optionen gibt, Möglichkeiten gibt, Angebote gibt, wo man etwas tatsächlich dann beständigen kann, sichern kann, wo man langfristige Planung tatsächlich da auch auf Schutz und auf Geborgenheit auch dann in einem Monat, in einem Jahr, in 10 Jahren, in 30 Jahren, wo man es dann natürlich dann auch größtenteils darauf ankommen lässt und darauf anlegt. Hier haben wir die Hohepriesterin. Die Hohepriesterin ist eine Energie, die man als feinfühlig, als sensibel, teilweise auch sogar als übersensibel bezeichnen kann. In manchen Situationen kann sie auch die Geheimniskrämerin sein. Und auch hier glaube ich wiederum mit der Spiegelung auf die zwei Münzen, mit der Spiegelung auf den Narren und der Konjunktion logischerweise zu diesem Menschen hier, da hinterfragt ihr die wahren Absichten eines ganz bestimmten Bezugsmenschens hier. Was hat dieser Mensch davon, dass ihr ihm oder ihr Geld gebt, woraus er dann mehr machen soll? Was springt für ihn oder sie dabei raus? Gibt's da einen Haken an dieser Sache? Das ist so dieses immer noch Zwiespältige. Man könnte auch von Zwieträchtigkeit sprechen, aber ich glaube, ihr habt jetzt hier nicht unbedingt einen offensichtlichen Grund, jemanden zu misstrauen. Ich glaube aber, dass ihr hier vieles von diesen Offerten oder Angebot erst einmal vielleicht tatsächlich auf die Goldwaage legen werdet. Das ist ein vorsichtiges Vorgehen und Vorsicht ist in diesem Bereich tatsächlich auch teilweise vom Vorteil. Es spricht auf jeden Fall nichts dagegen, vorsichtig zu sein und nicht, wie auch schon gerade gesagt, auf das erste Angebot in den meisten aller Fällen einzugehen, weil es da meistens und wahrscheinlich auch, muss ich sagen, noch bessere Angebote geben wird. Was ihr hier auch macht, und das ist typisch für einen Herzmenschen, wie auch schon hier und hier oben gesagt, ihr wägt hier ab, wie ist euer Gefühl bei dieser Sache? Was hält euer Bauch davon? So könnte man es auch sagen, beziehungsweise was will euer Herz? Das hier ist manchmal Bauchgefühl, manchmal Intuition. Man kann hier von dem inneren Kompass sprechen, von dem
Gefühl im Bauch sozusagen. Ne? Und wenn das eher so mulmig ist, wenn man da meint, irgendwie stimmt da was nicht, irgendwie ist da ein Haken an der Sache, irgendwie geht es mir bei dieser Entscheidung, die natürlich dann auch auf mich zukommt, um eben auf dieses Angebot beispielsweise einzugehen, irgendwie geht es mir dabei nicht gut. Irgendwas stimmt da nicht so ganz. Man traut den Braten hier nicht so ganz. Und wenn dieses Gefühl existent ist, bei gerade einem Herzmenschen, muss ich dazu sagen, dann ist das meistens ein sehr deutliches Indiz dafür, dass hier auch wirklich nicht alles mit rechten Dingen zugeht, dass es da definitiv einen Haken an der ganzen Sache gibt. Und dann liegt es natürlich auch wiederum nahe, das sehen wir dann auch hier wiederum mit der Spiegelung zum Narren und hier mit der Konjunktion zum Rat des Schicksals, dass man da vielleicht auch nicht auf das Erstbeste eingeht, dass man da vielleicht auch tatsächlich dann noch einmal reden sollte, nachfragen sollte, sich informieren sollte oder, wie wir auch hier schon drei Asse der Münzen beispielsweise haben, sich vielleicht auch noch weitere Angebote einholen könnte natürlich. Die Welt. Die Welt stellt meistens das Abschließen eines Zykluses und den Beginn eines neuen Zykluses dar. Bei der Welt handelt es sich auch teilweise um Eingeschränktheit. Und ich glaube, dass eine gewisse Eingeschränktheit hier auch existent ist. Ich habe hier die Spiegelung auf den Ritter der Kelche. Für die meisten von euch, meine ich, seid ihr hier in eurer typischen Wasserenergie dargestellt und dementsprechend auch hier im Ritter der Kelche dargestellt. Ich glaube, dass das hier nach wie vor für viele von euch Neuland ist. Ich glaube, dass ihr euch jetzt nicht wirklich herausragend mit diesen Themen auskennt, mit denen ihr euch hier grundsätzlich auseinandersetzen wollt, vielleicht sogar müsst. Das kommt natürlich auf eure persönliche Situation an. Aber auch die Eingeschränktheit hier in der Spiegelung zu den zwei Kelchen. Und wie gesagt, es ist hier kein primär zwischenmenschliches Reading. Aber ein ganz bestimmter Mensch, hier oben dargestellt, hat mit dieser Angelegenheit in einem gewissen Sinne zu tun. Ob das jetzt der Makler ist, ob das der Banker ist, ob das jemand ist, der sagt, ich kümmere mich darum. Das kann euer Anwalt sein, das kann euer Lehrer sein, das kann euer Arzt sein, das kann eine derartige Person in diesem Bereich sein, der ihr ein gewisses Maß an Vertrauen entgegenbringen müsstet, wenn ihr auf dieses Angebot einschlagen wolltet. Und ich glaube, dass dieses Vertrauen sich dieser Mensch vielleicht zunächst einmal verdienen muss. Weil gerade so ein Ritter der Stäbe, muss ich tatsächlich sagen, ist jetzt nicht unbedingt jene Person, die Souveränität, Kompetenz und Vertrauen ausstrahlt. Das ist jemand, der natürlich dann auch so ist, wie er ist, auf gut Deutsch gesagt, aber das ist jemand, der sich auch dieses Vertrauen zunächst einmal erarbeiten müsste in manchen Situationen. Ich glaube, ihr seid hier mit Recht und mit aus gewissem Grund etwas skeptisch und ich könnte mir das auch gut und gerne als eben dieses mulmige Gefühl vorstellen, dass da eine Sache nicht unbedingt ein No-Brainer ist, wie man so gerne sagt, sondern dass man da auch mit Recht und wahrscheinlich auch mit einer gewissen Überzeugung einen Haken an dieser Sache vermutet. Ich glaube aber auch, mit der Welt, muss man das auch so sagen, könnte es hier ein Kapitel geben, welches in der Neuentstehung sich befindet. Das ist Welt auf Rat des Schicksals. Wie gesagt, ihr werdet hier Bereiche betreten, die ihr nicht kennt, die Neuland für euch sind. Ihr werdet hier möglicherweise euch auf ein Terrain vorwerfen, auf das ihr möglicherweise noch nie einen Fuß gesetzt habt. Dass das hier eine Art völlig neue Richtung ist. Für viele von euch, die ihr bislang auch noch gar nicht eingeschlagen seid, sind natürlich weitere Metaphern, die hier dieses Szenario abrunden. Wir haben hier den König der Schwerter. Der König der Schwerter ist eine ganz klassische Kopfperson. Das ist jemand, der vieles zerdenkt, jemand, der häufig in seinem Kopf unterwegs ist, jemand häufig auch sehr Kluges und Intelligentes, jemand Gescheites und Smartes könnte man auch dazu sagen. Das ist jemand, der meistens auch nach außen hin etwas kalt wirken könnte, etwas still sein könnte, liegt aber meistens daran, dass er oder sie gerade mit seinem Kopf in den Wolken ist, auf gut Deutsch gesagt. Der König der Schwerter generell ist auch jemand, der eine Entscheidung trifft und dann auch 100%ig und meistens auch unwiderruflich bei dieser getroffenen Entscheidung bleibt. Das ist jemand, der aber auch erst dann eine Entscheidung trifft, wenn er oder sie sich seiner oder ihrer Sache 100%ig sicher ist. Und das sieht man hier eben noch nicht. Ich sehe hier die Unsicherheit, ich sehe hier das Wackeln, ich sehe hier das, ja, soll ich jetzt trauen oder soll ich jetzt nicht trauen? Soll ich lieber mehr Angebote einholen oder gehe ich auf das Erstbeste drauf ein? Es kann hier, weil ich hier auch eine Zeitkarte habe und das hier, die Asse auch als Zeitkarten interpretiert werden können von Zeit zu Zeit, könnte es hier auch gut und gerne sein, dass das Angebot natürlich auch befristet ist. Und je mehr man sich Zeit dabei lässt, je näher dieses fristgesetzte Datum dann
nahe kommt natürlich, desto mehr Zugzwang oder desto mehr Drang verspürt man sich jetzt eben zu entscheiden. Und ich glaube, dass hier viele von euch in eurer Kopfenergie dargestellt sind, wo es jetzt darum geht, entweder Ja oder Nein zu sagen oder sich möglicherweise noch etwas mehr Zeit zu erkaufen, um sich klarer werden zu können über das, was eure Entscheidung, die hier ansteht, weil er befindet sich ja hier im Outcome logischerweise, auch dann tatsächlich bedeuten würde. Ich sehe hier ein Thema, ein Reading, liebe Krebse, welches ich nicht sehr häufig habe, welches für manche von euch, aber gerade auch schon durch das Rad des Schicksals und die Welt hier, eine Art völlig neues Terrain darbieten könnte, eine Art völlig neue Situation aufwerfen kann. Ich glaube, dass es euch hier um den Schutz, um die Geborgenheit auch im langfristigen Sinne geht. Also jetzt nicht nur für jetzt und für morgen und für die Woche, sondern vielleicht tatsächlich dann auch für euer Leben lang. Und deswegen ist das hier schon sehr gewichtig. Und ich möchte mir das natürlich jetzt im weiterführenden Reading noch mehr anschauen, noch genauer anschauen. Ich will da mehr Details rausfinden. Ich will tiefer in die Materie eintauchen. Ich will natürlich vor allem potenzielle Prognosen anstellen, wie das Ganze noch im Begriff ist, weiterzugehen. Solltet ihr mit diesen Energien konform gehen, liebe Krebse? Könnt ihr etwas mit diesen Karten und Energien anfangen? Ist euch das nicht fremd? Befindet ihr euch an einer derartigen Situation oder kurz gesagt resoniert das Reading für euch? Dann könnt ihr euch natürlich gerne das weiterführende Reading ansehen. In der Infobox unterhalb von dem Video hier gleich der erste Link würde euch dorthin führen. Natürlich ist es nach wie vor kein Muss, dies zu tun. Ich würde mich sehr über einen Like unter diesem Video freuen, sofern es euch natürlich gefallen hat, genauso wie ich mich über ein Abonnement freuen würde, falls ihr mich noch nicht abonniert habt. Ich kann damit viel anfangen, ihr habt natürlich keine Nachteile dadurch. Unabhängig von diesem Reading wünsche ich euch einen schönen Oktober, bleibt gesund und stabil, ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns wiedersehen und bis dahin, macht es gut!